Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Diese Folge wird präsentiert von der Online-Versicherung HUB24. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet diesen Podcast heute auch wieder einmal mein sehr geschätzter Kollege, der Leiter unserer Online-Redaktion, Gerd Stegmeier. Hallo Gerd. Ja, hallo Luca. Ich glaube, das wird langsam zur Regel, dass du nicht in der Redaktion bist und ich schon. Aber dank des hervorragenden Internets in Deutschland, in Stuttgart und in Cannstatt höre ich dich klar und deutlich und freue mich riesig auf den Gast, den du uns eingeladen hast. Denn der spricht mit uns heute über ein Thema, das quasi das Rückgrat aller modernen Autos ist. Ganz egal, ob Verbrenner, Wasserstoff oder nur mit Akku angetrieben, batterieelektrisch. Ja, und du sagst uns sicher gleich, warum das so ist. Sehr gern. Es geht nämlich heute um ein ganz verrücktes Thema, das eigentlich sehr klein ist und niemand richtig auf dem Schirm hat. Aber ich glaube trotzdem schon die meisten Leute, zumindest wenn sie gebrauchte oder alte Autos fahren, auch mal auf dem Schirm haben mussten, das Thema Verkabelung. Ohne das eigentlich seit Jahren, wahrscheinlich sogar eher seit Jahrzehnten überhaupt nichts mehr im Autobereich geht. Und spätestens seit der Einführung der, wahrscheinlich seit der OBD-Schnittstelle, Anfang der 90er, ist auch den meisten Leuten klar, die sich näher mit Autos beschäftigen, wie die meisten unserer Hörer, dass so ein schnöder Kabelbaum jetzt nichts mehr nur mit Strom für Fensterheber und Zentralverriegelung zu tun hat, sondern dass da irgendwie Daten transportiert werden und da heute bei modernen Autos komplexe Botnetze und Botnetzsysteme im Hintergrund sind. Wie die funktionieren, was da dahinter steckt, was die für einen Stellenwert auch vielleicht für die E-Mobilität oder das automatisierte Fahren haben, das wollen wir heute gerne mit dem CTO von Leoni sprechen. Er ist auch Managing Director der Bordnet-Sparte des Zulieferers. Deswegen haben wir Walter Glück eingeladen. Und Walter, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und vielleicht kannst du uns ja auch noch heute so den einen oder anderen Wink geben, warum wir solche alten und altertümlichen Dinge wie eine OBD-Schnittstelle noch immer im Auto haben. Aber das erste Mal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich hier heute ein paar Informationen zum doch relativ langweiligen Thema Botnets zu geben. Walter, vorweg, dass wir und unsere Hörer dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen, wäre es ganz schön, wenn du vielleicht kurz dich vorstellen könntest und erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was genau du bei Leoni machst als Managing Director. Das ist ja irgendwie so sehr alles. Und vielleicht auch, was Leoni genau macht, sofern es jetzt hier nicht völlig den Rahmen sprengt. Ja, wie gesagt, mein Name ist Walter Glück, ich bin 50 Jahre alt, bin jetzt bei Leoni seit nunmehr 24 Jahren, also habe direkt nach dem Studium hier meine Ausbildung begonnen. Was macht Leoni? Botnets. Viele können sich nicht vorstellen, was ein Botnets wirklich ist. Ich würde es beschreiben als das Nervensystem des Fahrzeugs. Wir verbinden alle Komponenten, alle Steuergeräte, alle Schalter, alle Sachen, die irgendwo elektrisch im Fahrzeug funktionieren müssen, miteinander. Das heißt, wenn es das Botnets nicht gibt, dann gibt es auch mehr oder weniger kein fahrendes Fahrzeug, denn ohne Botnets funktioniert kein Fahrzeug. Das heißt, Leoni entwickelt und produziert dieses Botnets und liefert es an unsere Kunden weltweit aus. Ich habe gelesen, also du hast gerade eben schon gesagt, seit 24 Jahren bist du bei Leoni, also quasi fast dein halbes Leben, bald ist die Hälfte erreicht mit 52, dass dann dieser Schwellenwert da ist. Du hast aber zu Beginn deiner beruflichen Karriere, vor deinem Studium, hast du auch eine Lehre gemacht als Elektriker, Elektroingenieur, Elektrotechniker, aber im Autobereich, richtig? Richtig. Ich habe direkt nach der Schule erstmal eine Ausbildung gemacht. Ich wollte erstmal nicht weiter noch mehr lernen, sondern ich wollte was Praktisches tun und habe dann in einer kleinen Bosch-Dienst-Werkstatt mehr oder weniger die ersten Berührungspunkte mit dem Botnets bekommen. Ich habe eine Ausbildung zum Kfz-Elektriker gemacht und du hast vorhin auch schon erwähnt, OBD-Dose. Genau zu dem Zeitpunkt, wo ich die Ausbildung gemacht habe, sind die OBD-Dosen mehr oder weniger eingeführt worden. Erste Bussysteme haben dies erforderlich gemacht und ich habe wirklich am Fahrzeug mit dem Botnets Sachen repariert, Sachen ausgetauscht. Damals wurden auch noch zum Beispiel Klimaanlagen nicht serienmäßig geliefert, sondern da wurden teilweise Klimaanlagen noch nachträglich eingebaut. Das sind alles Dinge, mit denen ich zum ersten Mal mit dem Botnets in Berührung gekommen bin. Verrückt, das wusste ich gar nicht, dass man das machen kann, eine Klimaanlage nachträglich einbauen.
krass. Aber wie kommt man zu einer Lehre als Auto- oder Kfz-Elektriker? Ich weiß nicht, ich kenne das so. Und ich glaube, ich spreche da auch für Gerd. Wenn wir als Kinder irgendwie mit Autoquartett gespielt haben, hat man Hubraum verglichen, PS und nicht Bandbreiten von Bordnetz oder Kabeldicken, Längen. Oder wie kommt man denn auf die Elektro-Kfz-Lehre? Das ist jetzt doch nicht das aller naheliegendste. Gut, es ging damals los, dass mehr und mehr Elektrik, Elektronik ins Fahrzeug reinkam. Mich hat als Kind schon immer die Elektrik fasziniert. Es war allerdings mehr so die Hauselektrik. Und ich habe mir damals überlegt, will ich mehr was in Richtung Hauselektrik tun oder dann doch mich mehr fürs Automobil begeistern, und habe mich dann umgetan. Eine reine Mechanikerlehre war mir dann doch zu normal, in Anführungszeichen. Mhm. Deswegen habe ich mich umgetan, was kann ich vielleicht mit Elektrik kombinieren. Und es gab eben zum damaligen Zeitpunkt diese Ausbildungsrichtung, war nur eine Klasse auch am Start. Das heißt, ich musste auch ziemlich einen langen Weg für die Berufsschule auf mich nehmen. Aber all das hat sich im Nachgang ausgezahlt, muss ich sagen. Aber damals warst du noch nicht irgendwie auf Elektromobilität oder sowas aus? Nein, auf keinen Fall. Also es ging wirklich um Kabel, um Verbindungstechnik, um einfach Komponenten miteinander zu verbinden, zu gucken, was passiert im Nachgang. Und wenn du jetzt zurückschaust, also welche Autos haben dich denn damals begeistert in der Kindheit, in der Jugend? Hast du ein spezielles Postercar, das vielleicht sogar über dein Bett hing? Also ich glaube, viele begeistern sich für deutsche Sportwagenfahrzeuge, und bei mir, ich kann es nicht anders sagen, war es dann der Porsche. Und ich muss echt sagen, das Bild hat sich irgendwo ein Stück weit gefügt, denn auch Leone, ich denke, das kann man hier sagen, liefert auch Bordnetzsysteme an Porsche. Und damals, wie ich dann bei Leone angefangen habe, habe ich dann zufälligerweise auch noch für die Einheit gearbeitet und Bordnetze entwickelt, die eben für Porsche entwickelt und produziert hat. Und somit hat sich der Kreis ein Stück weit geschlossen. Und würde auch heute noch ein Porsche über dein Bett hängen, wenn du noch Poster von Autos aufhängen würdest? Definitiv, keine Frage. Aber hat sich denn der Kreis auch geschlossen? Fährst du denn dann jetzt wenigstens auch Porsche, dass er vom Poster dann in die Garage wandert? Ja, ich fahre auch einen Porsche. Schön. Okay, ich glaube, wir können dann nachher auch bei den persönlichen Fragen ein bisschen variieren, weil wir wollen natürlich wissen, welcher Porsche, aber das heben wir uns für später auf. Okay. Ich habe in der Recherche vorgesehen, ich habe da so eine Standortseite und habe dann gesehen, dass Leoni irgendwie überall Standorte hat weltweit. Euer Hauptquartier sitzt in Nürnberg, ihr sitzt, glaube ich, in Kitzingen, also in der Nähe von Würzburg, ja, mit eurer Einheit. Aber ihr seid irgendwie überall, in Ägypten, Tunesien, Marokko, China, Indien, Korea, Bulgarien, Frankreich, UK, Polen, also eigentlich überall, wo man ein Auto fahren kann. Wie kommt denn eigentlich das? Weil dort werden ja nicht überall Autos gebaut. Gut, also ich denke, zum einen muss man sagen, wir sind zum Beispiel in Tunesien schon seit mehr als über 35 Jahren tätig und produzieren da Bordnetze für die Fahrzeugindustrie. Wie ich damals bei Leoni angefangen habe, hat das Unternehmen irgendwo 8.000 Mitarbeiter gehabt. Mittlerweile sind wir 100.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen, wow, das Unternehmen ist gewachsen in den letzten 25 Jahren. Und wir müssen natürlich gucken, wie sind die logistischen Wege, wo produziert unser Kunde. Wir sind natürlich aufgefordert, dann möglichst nahe auch beim Kunden zu sein, möglichst kurze Logistikwege zu haben. Und ich denke mal, wir werden später dann auch noch näher auf das Bordnetz eingehen, wie komplex so ein Bordnetz ist. Und somit hat es sich ergeben, dass wir eben an unterschiedlichen Standorten Produktionsstätten aufgebaut haben, weil es auch unterschiedliche Fähigkeiten bedarf. Und somit hat sich das Netz größer und größer gespannt in den letzten 25 Jahren. Mhm. Kommst du dann auch viel rum und sprichst du dann auch irgendwie viele Sprachen, oder bist du verankert in Kitzingen und bleibst da? Also ich muss sagen, auch da bin ich ganz offen. Ich war bis zu meinem 30. Lebensjahr irgendwo nirgendwo unterwegs. Und als ich dann bei Leoni die Karriere leider ein Stück weit nach oben geklettert bin, war es dann so, dass ich mehr oder weniger alle zwei Wochen irgendwo im Flieger gesessen war, Standorte besucht habe, mit Kollegen mich abgestimmt habe, neue Botnetz-Standorte auch mit aufgebaut habe. Somit war ich in den letzten 10 Jahren sehr viel unterwegs.
In den letzten 2 Jahren, ich glaube, das wissen wir alle, ist es ein bisschen weniger geworden. Aber ich muss auch zugestehen, es fehlt ein bisschen was. Es fehlt der Kontakt zu den Menschen da draußen. Es fehlt einfach der Kontakt zu den Werken, zu den Produktionsstätten. Mhm. Ihr habt ja auch einen Standort, Standorte in der Ukraine und in Russland. Wie wurden denn da die ersten Tage des Krieges bei Leonie wahrgenommen? Wie war das für euch oder auch für dich dann? Also ich muss gestehen, für uns alle und speziell auch für mich war das echt ein richtiger Schock. Ich war natürlich auch schon öfters an den beiden Standorten dort vor Ort. Man kennt sich, man ist ja auch immer wieder in Meetings und Telefonkonferenzen in Kontakt und macht sich da natürlich wahnsinnig viele Sorgen um die Mitarbeiter. Leone ist echt eine wie eine Familie für mich. Und an der Stelle hat mich das natürlich sehr betroffen gemacht, als ich gehört habe, dass der Krieg wirklich beginnt und dass eventuell auch wirklich unsere Mitarbeiter dort Schaden nehmen können. Das war wirklich ein Schock für uns alle. Wie geht ihr dann aktuell mit der Sache um? Wir sind natürlich täglich mit unseren Kollegen in Kontakt. Wir stimmen uns ab. Wir müssen natürlich weiterhin gucken, dass wir unsere Kunden beliefern. Und ich muss ehrlich sagen, ich zolle meinen höchsten Respekt vor dem, was die Kollegen dort leisten. Unsere Werke waren dort 3 bis 4 Tage stillgestanden. Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, okay, es muss weitergehen. Wir müssen arbeiten. Wir müssen natürlich weiterhin unseren Lebensunterhalt verdienen und haben dann wirklich sich organisiert, gemeinsam mit uns die Produktion Stück für Stück wieder hochzufahren, um die Kunden dementsprechend zu beliefern. Und sie sind wirklich sehr motiviert, nach wie vor Tag für Tag hier ihre Leistung zu erbringen. Es ist wirklich unglaublich, was sich da abspielt. Was sehr beeindruckend auch ist, wenn dann Telefonkonferenzen stattfinden und plötzlich dann Sirenengeräusche im Hintergrund zu hören sind, dass die Mitarbeiter dann geordnet das Werk verlassen, in nahegelegene Bunker reingehen, sich schützen. Und wenn der Alarm vorbei ist, dann auch wieder zurück an die Arbeit gehen und weiterarbeiten. Ich glaube, das ist für uns, wo wir doch sehr weit weg sind, einfach unvorstellbar. Mhm. Welche Bereiche und Produktionsstätten sind denn jetzt genau betroffen von euch? Also wir haben es ja ein bisschen gehört, dass es durchaus Engpässe gab, auch in der deutschen Industrie wegen der Kabelbäume. Wo genau klemmt's? Also ich kann jetzt nur für unsere Sparte sprechen, für die Bordnetz-Sparte. Wir haben ja auch noch eine Kabelsparte. Es sind nicht nur deutsche Kunden betroffen, sondern im Endeffekt der Kunden in ganz Europa. Und wir haben jetzt versucht, in unserer Leone-Familie mit nahegelegenen Standorten, wie zum Beispiel in Serbien oder auch in Rumänien, auch in Tunesien, teilweise Produktionskapazitäten zu duplizieren und dementsprechend auszuhelfen, wenn es mal mit dem Volumen nicht so ganz klappt, dass wir hier eben Backup-Lösungen schaffen, um nach Möglichkeit weiter zu 100% unsere Kunden zu beliefern. Was mich interessieren würde, ihr macht Kabel, ihr macht Netze und Systeme, ihr seid aber nur im Autobereich tätig, also sowas wie, keine Ahnung, wir hatten vorhin das ein oder andere Internetproblem ja mal wieder, sowas wie den Glasfaserausbau oder sowas in Deutschland, da seid ihr nicht mit involviert in Systeme oder Netze? Nein, wir produzieren ausschließlich Kabelsysteme, Bordnetzsysteme für die Automobilindustrie, aber auch für den Truck-Bereich, also auch im Truck-Geschäft oder auch für Offroad-Themen wie so kleine Bagger oder zum Beispiel auch ein Kunde in Amerika, Snowmobiles und so Geschichten. Das sind die Kunden, die wir beliefern. Also Kabel im Fahrzeug im weitesten Richtig. Sinne. Also alles, was irgendwie Räder hat oder sich bewegt. Genau. Verstehe. Dann würde ich gerne weitergehen und uns mal dem Thema Daten im Auto ein bisschen weiterrutschen. Die Daten selbst im Auto werden ja immer wichtiger und jetzt aktuell hört man in den Medien, ich schreibe dazu ja auch regelmäßig was und Gerd, glaube ich, auch über Over-the-Air-Updates und all diese Sachen, die aber meistens irgendwie sind es immer Funkverbindungen, die da als das große Ding gesehen werden und den Meilenstein oder die nächsten großen Schritte. Was man immer ein bisschen vergisst, ist, dass da im Hintergrund aber trotz allem ein Kabelstrang ist, der diese ganzen Daten aus den Steuergeräten, Sensoren und so weiter verknüpft und letztendlich verbindet. Fühlt man sich als Leonie nicht eigentlich total unterschätzt, obwohl man doch das Rückgrat ist, oder wie du selber sagst, das Nervensystem der ganzen Geschichte und alles erst ermöglicht, aber alle reden immer nur von irgendwelchen Funkschnittstellen? Ja gut, ich meine, das ein Thema ist sicherlich, dass wir jetzt nicht unbedingt ein sexy Produkt haben. Also so bezeichne ich das immer, weil unser
Unser Bordnetz ist versteckt im Fahrzeug. Es liegt unter dem Teppich, es ist in der Verkleidung verbaut, es ist nicht sichtbar. Und von daher wird auch nichts im Fahrzeug irgendwo mit Leoni assoziiert. Aktuell, denke ich, sind Themen wie Apps, die im Fahrzeug betrieben werden müssen oder irgendwelche Infotainment-Geschichten oder das neueste Navigationssystem. Das ist, denke ich, mehr das, was den Kunden anspricht. Und somit ist das natürlich mehr in aller Munde als unser Bordnetz-System. Ich kann mich noch erinnern, irgendwann im Jahr 2010, 2011, wo da diese ganzen Funkverbindungsthemen aufkamen, hieß es dann mal, naja, jetzt kann Leoni einpacken, Bordnetze werden nicht mehr gebraucht, das machen wir jetzt alles über Bluetooth und über WLAN und über solche Dinge. Ich würde sagen, es ist eher das Gegenteil der Fall. Alle sicherheitsrelevanten Themen, alle Sensorik, Radar, LIDAR, all diese Geschichten müssen über ein Kabel angebunden werden, weil einfach die Sicherheit gewährleistet werden muss, die Sicherheit der Datenübertragung. Und das kann ich nicht mal ebenso über eine Funkverbindung gewährleisten. Mhm. Und dazu muss man ja sagen, also Funkverbindung für Daten schön und gut, aber der Strom kommt ja selten aus der Luft. Also insofern, richtig. Alles, was irgendwie Strom braucht, braucht ja auch ein Kabel, oder? Genau. Genau so ist es. Also ich muss jeden Sensor, jeden Aktor, jedes Steuergerät irgendwo mit Strom verbinden. Und wie gesagt, die wirklich kritischen Signale, die müssen über eine Leitung kommen. Und wenn wir später vielleicht auch über automatisiertes Fahren sprechen, dann sind Redundanzen auch notwendig. Denn wenn es vorne crasht, muss das Fahrzeug hinten trotzdem ein Stück weit noch funktionieren. Und das kann ich eben nur über Redundanzen, sprich dann über ein Bordnetz gewährleisten. Werbung. Ein heißer Tipp für alle E-Auto-Besitzer. Die passende Kfz-Versicherung für Ihr E-Auto gibt es auf www.huk24.de. Huk24 hat Ihren Leistungsumfang für E-Autos optimiert, sodass zum Beispiel Schäden am Akku mitversichert sind, der Diebstahl von Ladekabeln und so weiter. Das Beste, bei der Huk24 erhalten E-Autos einen Rabatt von 10% und es ist ein Neuwagen sogar 20%. Für dieses Produkt wurde die Huk24 von Focus Money ausgezeichnet. Merkt euch also die Online-Versicherung Huk24. Elektrisch fahren, digital versichern. Und am Ende muss man ja auch zugeben, auch die Daten sind ja hochkomplex verteilt im Auto. Also auch dafür müsst ihr ein unglaublich kompliziertes Netz letztlich irgendwie planen. Also in Spitzenzeiten gab es ja deutlich mehr als 100 Steuergeräte pro Auto. Da hat man das alles noch sehr dezentral geplant. Also für jeden Gebrauchtwagenkäufer heute ein großes Problem, weil wenn irgendwo ein Steuergerät verreckt, dann gibt es vielleicht gar keinen Ersatz mehr. Aber es muss halt auch ein Kabel da dran hängen. Und wenn man jetzt bedenkt, 100 Steuergeräte im Auto, zum Teil mit unterschiedlichsten Funktionen, und die müssen alle miteinander vernetzt sein, vor und zurück. Wie funktioniert sowas und wie plant man sowas? Also zunächst mal sind unsere Kunden irgendwo ein Stück weit so nach diesen Steuergeräten organisiert. Das heißt, es gibt eine Fraktion, die kümmert sich um Airbag-Themen, es gibt eine andere Fraktion, die kümmert sich um ABS-Themen. Und diese Abteilungen beim Kunden, die generieren sogenannte Systemschaltpläne. Das heißt, in den Systemschaltplänen ist hinterlegt, welche Versorgungsleistung benötige ich, wie viele Sensoren sind angeschlossen, wie viele Aktuatoren sind angeschlossen, und übermitteln uns diese Information. Und wir sammeln quasi von all diesen Fraktionen diese sogenannten Systemschaltpläne ein und bauen die dann am Ende zu einem Bordnetz zusammen. Das heißt, wir haben hier natürlich CAD als Unterstützung und pflügen sozusagen jeden Systemschaltplan durch und verbinden dann Steuergerät für Steuergerät irgendwo mit einem Portnetz. Was auch noch wichtig ist, ist, dass wir natürlich auch die Information bekommen müssen, wo ist das Steuergerät lokal im Fahrzeug positioniert. Mhm. Ist es eher im Motorraum, eher im Innenraum, eher im Cockpit-Bereich? Und somit bauen wir uns eine Topologie zurecht, und über diese Topologie bauen wir sukzessive den Kabelsatz auf und verbinden so sukzessive ein Steuergerät nach dem anderen miteinander. Es braucht dann auch noch ein paar Sicherungen, es braucht noch ein paar Relais, um dementsprechend Ströme und Spannungen zu organisieren. Und somit entwickelt sich dieses Bordnetz über einen Zeitraum von 1,5 bis 2 Jahren bis hin zur Serienreife.
Aber weil jetzt nochmal die Frage, verstehe ich das richtig? Das heißt, die Hersteller geben euch quasi eine Liste oder einen einfachen Schaltplan auf Papier, auf dem draufsteht, der Airbag-Sensor muss oder das Airbag-Steuergerät oder auch der Airbag selbst wird über diese Kabel hier angebunden. Aber ihr entscheidet dann am Ende ein Stück weit, wie das gebündelt wird und was man wie benutzt und wie, ob man jetzt die Stromzufuhr quasi durchbrücken kann oder nicht. Weil ihr könnt ja auch nicht zu jedem Steuergerät ein einzelnes Kabel legen für die Stromverbindung. Genau. Das wäre ja albern. Genau. Also die ganze Sache entwickelt gar nicht der Hersteller, sondern das macht ihr. Ich würde sagen, wir machen es gemeinsam. Natürlich bringt der Hersteller eine bestimmte Historie mit. Wir bringen eine Historie mit. Es kommt immer darauf an, gibt es ein Vorgängerfahrzeug, das wir schon in Serie beliefert haben und erzeugen wir jetzt die nächste Generation oder starten wir wirklich auf der grünen Wiese? Es ist immer eine Gemeinsamkeit zwischen Botnetz, Hersteller, Lieferant und Kunde. Aber der Hersteller ist für die Systemschaltpläne verantwortlich. Er sagt, wie viel Aktuatorik, wie viel Sensorik ist notwendig. Er sagt, welcher Strom, welche Spannung wird benötigt. Und wir dimensionieren dann mit ihm gemeinsam dann dementsprechend Leitungsquerschnitte. Und ich würde es mal so erklären wollen, es gibt irgendwo ein Datenbotnetz und es gibt ein Strombotnetz. Und dementsprechend müssen wir auch gucken, gibt es eine Sicherungsdose zentral oder gibt es verteilte Sicherungsdosen? Das ist dann je nach Fahrzeug, je nach Kunde unterschiedlich. Wie baut man denn diese Botnetz jetzt? Du hast gesagt, das wird also vom Ablauf, von der Planung, Entwicklung her verstanden. Ich habe vor einer Ewigkeit mal, ich glaube, es war irgendein Image-Video von irgendjemandem, kann sogar sein, dass es von euch war. Da stand eine Frau vor so einem großen Brett mit Nägeln dran oder irgendwie so Haken. Und dann hat die da, um diesen Kabelbaum zu bauen am Ende, irgendwie eine Kiste gegriffen und dann ein rotes Kabel entlang gezogen und dann um Nagel 1, 3, 4, 5 gewickelt und dann ein blaues Kabel und das dann um 3, 2, 5, 4. Und so hat die das irgendwie gefühlte stundenlang gemacht und am Ende wurde das dann umwickelt mit irgendeinem, keine Ahnung, Isolierband oder sowas in der Art. Es wird irgendwas Cooleres sein, was more fancy. Und dann war das ein Kabelbaum. Also es hat aber eine Ewigkeit gedauert, bis das fertig war. Und sah super komplex aus und mega fehleranfällig, weil das rote Kabel soll halt nur an die drei Punkte und das grüne an die anderen. Und genau. Das alles, dann gibt es gestreifte Kabel und geringelte Kabel und keine Ahnung was. Und es waren halt irgendwie 40 Kabel, die da drin hingen. Es war mega komplex. Wird es immer noch so gemacht? Ist da keine Automatisation da? Ist es eine Frau oder ein Mann, der da rumsteht und Kabel um Nägel wickelt? Also es wird genau noch so gemacht, wie du eben beschrieben hast. Wir haben ein Stück weit ein einteiliges Bordnetz. Das heißt, der Hauptkabelstrang, also möchte ich ihn jetzt mal bezeichnen, der geht wirklich von vorne vom Stoßfänger bis hinten zum Stoßfänger. Das heißt, es ist ein Teil. So ein Bordnetz hat circa 3000 bis 4000 Meter Leitungen und wir reden irgendwo ein Stück weit von 4000 Einzelbauteilen, die wir da in einem einteiligen Kabelsatz zusammenbauen müssen. Deswegen, wie du es eben beschrieben hast, das Brett ist circa 2 Meter hoch und ist circa 4 bis 6 Meter lang für so einen großen Kabelsatz und wir schlagen da wirklich teilweise noch Nägel ein und lernen die Mitarbeiter an, eben dann, wenn wir jetzt den Blinker von vorne mit dem Blinker von hinten verbinden wollen, dass die dann dementsprechend die Leitung durch dieses Brett durchroutet und dementsprechend Blinker vorne und Blinker hinten miteinander verbindet. Natürlich funktioniert das heute ein bisschen anders, weil Steuergeräte auch am Start sind, aber einfach um das Prinzip zu verstehen, es werden wirklich Leitungen von vorne bis hinten durchgeroutet. Wenn ihr euch vorstellt, ca. 1800, 2000 Leitungen, müssen wir natürlich das Bordnetz ein Stück weit aufteilen in kleinere Segmente. Das heißt, sie machen kleine Vormontagen, die wiederum gewickelt werden, die am Band dann zur Verfügung gestellt werden. Und diese Vormontagen werden dann genommen und werden dann dementsprechend vom Mitarbeiter in dieses große Brett eingelegt. Mhm. Also du meinst, wenn es quasi von vorne nach hinten ohnehin die vier Kabel einmal durchgehen, dann legt man die nicht einzeln hin, sondern einen quasi langen Strang, den man dann gebündelt durchlegt. Richtig. Ist aber nicht immer so, dass man dann vier Leitungen hat, die man von vorne nach hinten durchrouten kann, sondern eine hängt vielleicht im vorderen Drittel auf, die andere muss in die Mitte verlegt werden und die dritte und die vierte eben hinten links und rechts. Also es ist nicht so, dass wir immer alles komplett von da bis da machen können, sondern es sind bestimmte Routings möglich, je nachdem, wie diese sogenannte Vormontage aufgebaut ist. Vom Gefühl fühlt sich irgendwie jeder Zigarettenanzünder und jeder Fensterheber hinten links irgendwie sehr nach einer Farce für einen Mitarbeiter von euch an. Ja,
und wahnsinnig viel Handarbeit natürlich. Ich denke, die aktuelle Situation, über die wir gerade vorher schon gesprochen haben, ist ja auch so dem Bestreben geschuldet, ja, von den deutlich niedrigeren Löhnen zu profitieren. Könnte sich da jetzt perspektivisch in der Branche was ändern, einfach um die Versorgungssicherheit größer zu machen, dass das neu bewertet wird und man vielleicht auch dann sagt, naja, also so ein Kabelbaum entsteht nicht einfach so, das ist viel Handarbeit, qualifizierte Handarbeit, das muss auch was kosten und das kann auch in Ländern entstehen, wo die Löhne höher sind, aber dafür die Transportwege kürzer. Gibt es da ein Umdenken oder? Also es gibt ein Umdenken. Das Umdenken ist auch ein Stück weit dem geschuldet, dass A, natürlich auch die Lohnkosten in den sogenannten Billiglohnländern mittlerweile ansteigen. Es ist aber auch dem geschuldet, dass die Komplexität von diesem anteiligen Kabelsatz, den ich gerade beschrieben habe, immer weiter steigt. Und diese Komplexität ist teilweise produktionstechnisch, teilweise logistisch nicht mehr handelbar. Und deswegen sind jetzt Bestrebungen da, das sogenannte zonale Botnetz einzuführen. Das heißt, man schneidet gedanklich den Kabelsatz irgendwo in 6, 8 oder 10 Teile auf, setzt Elektroniken ein, die hier wiederum als Schnittstelle fungieren und versucht damit, das Botnetz weniger komplex zu machen. Somit durch die weniger Komplexität kann ich vielleicht auch ein Stück weit, und ich bin mir sicher, die Frage wird auch noch kommen, in Richtung einfache Automatisierung gehen, ja, und somit irgendwo vielleicht ein Stück weit wieder näher Richtung Deutschland kommen. Das sind alles Entwicklungen, die sich im Moment abzeichnen. Da stecken wir aber noch in den Kinderschuhen, weil Automatisierung ist nicht ganz einfach. Beeindruckend, weil das hätte ich gedacht, wäre gerade, wenn man das eben so filetiert, das ganze System, oder klein hackt, dass genau das dann halt gehen muss mit Automatisierung, weil also dass Stecker konfektioniert werden, maschinell und sowas, ist jetzt nicht generell nicht unüblich. Oder was macht da die Schwierigkeit? Sind es, dass es so viele Kabel sind oder dass sie so klein sind? Oder was macht denn da technisch die Schwierigkeit aus, das zu automatisieren? Die Schwierigkeit ist zum einen wirklich die Standardisierung von diesen Steckern und Gehäusen. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, das Kabel als solches ist ein biegeschlaffes Teil. Das ist wirklich schwer zu handeln, als Roboter zu greifen. Und ich habe Constraints bezogen auf die Länge. Also aktuell können wir 1,5-2 Meter ganz gut automatisiert verarbeiten. Wenn es dann aber in Richtung 4, 5, 6 Meter geht, dann ist es schwierig. Und was man auch nicht vergessen darf, das Botnetz ist immer das Teil, was den meisten Änderungen obliegt. Das heißt, die Karosserie wird festgelegt, die Bauräume werden festgelegt, die Steuergeräte werden platziert und dann gibt es vielleicht ein Crash-Thema oder dann gibt es hier ein Thema, wo die Verkleidung nicht ganz passt und dann muss das Botnetz irgendwo noch Anpassungen vorgenommen werden, um das ins Fahrzeug einzubringen. Mhm. Und auch da einfach mal eine Hausnummer für Entwicklungsprojekte, die einen Zeitraum von 1,5 bis 2 Jahren haben, da exerzieren wir im Jahr teilweise 1.000 bis 1.500 Änderungen an so einem Botnetz. Das heißt, ein bisschen mehr Länge, ein bisschen weniger Länge, vielleicht doch nochmal einen anderen Kontakt, nicht versilbert, sondern vergoldet. Dann hier ein bisschen mehr Bandage, dort ein Klapperschutz, hier muss noch ein Kunststoffteil oben drüber. Also das Botnetz ist das Teil, was wirklich am meisten geändert wird und was mit am spätesten auch geändert wird, bis das Fahrzeug dann wirklich serienreif ist. Und woran liegt es, weil man es nicht sieht und deswegen das euch aufdrücken kann als Hersteller, dass ihr das jetzt halt nochmal doch links rumgeht mit eurem Kabelsatz und nicht rechts rum? Zum einen, aber ich sage jetzt mal, es ist ja in Anführungszeichen relativ einfach zu ändern. Einfach ein Kabelbündel 2 Zentimeter kürzer machen, weil ich das Steuergerät nochmal verrutsche, ist einfacher als jetzt im Blech irgendwo jetzt wieder neue Löcher einzubauen oder eine neue Ausbuchtung im Blech zu machen. Da ist ein riesiger Werkzeugaufwand dahinter, da ist Stahlbau dahinter und deswegen endet man dann lieber an einem biegeschlaffen Teil etwas, als wirklich dann in Stahl und Eisen zu gehen. Verstehe. Krass. Ist echt heftig. Wenn wir jetzt von diesen komplexen Kabelbäumen haben wir jetzt ausführlich besprochen und wie die auch dann geändert werden müssen. Aber wie viele verschiedene Kabelbäume müssen denn für so ein Fahrzeugmodell entwickelt werden? Also wie viele Varianten gibt es? Gibt es da einen Standard einfach, sage ich mal, alle Modelltypen haben immer denselben oder ist jede Ausstattungsvariante womöglich ein eigener Kabelbaum?
Also man ist natürlich bestrebt, hier Standards zu definieren, aber wenn wir uns jetzt heute eine Plattform anschauen, da läuft eine Limousine drauf, dreitürig, fünftürig, dann haben wir noch einen Kombi, dann haben wir noch ein Cabriolet, da gibt es zwei SUV-Varianten, dann gibt es eine Hybrid-Variante, dann gibt es noch die volle E-Variante. All das hat natürlich unterschiedliches Packaging von unterschiedlichen Steuergeräten wiederum zum Einfluss. Von daher die Frage zu beantworten, wie viele Varianten gibt es, die kann ich so eigentlich gar nicht beantworten. Das kommt auf die Plattform an. Es kommt an, was auf dieser Plattform alles für Karosserievarianten gebaut werden. Und dementsprechend müssen wir unser Bordnetz der Karosserievariante Folge leisten. Die ja, Elektronik, die Systemschaltpläne dahinter, die sind natürlich gleich, weil natürlich Baureihen übergreifend gleiche Elektronik, Steuergeräte, Bauteile verwendet werden. Aber der Bordnetz muss natürlich immer gemäß der Karosserievariante 20 cm länger, 10 cm kürzer dementsprechend angepasst werden. Von daher pflegen wir wirklich für jedes Fahrzeug eine eigene sogenannte Kabelsatzzeichnung und machen darüber dann auch das eigene Änderungsmanagement. Und wenn ich hier 10 cm in der Variante kürze, heißt das nicht, dass das auch für das andere Fahrzeug gilt, weil da mag es dann vielleicht passen. Aber so Ausstattungsvarianten wie, sagen wir mal, der eine hat eine Klimaautomatik und das große Navi-System, das ist grundsätzlich schon mal mit drin. Also rein theoretisch könnte man dann irgendwo die Kabel finden in dem Auto, wenn man jetzt kein großes Navi eingebaut hat und das später haben will? Nein, die Frage muss ich leider mit Nein beantworten. Ich habe es befürchtet. Hier ist es tatsächlich so, es gibt einen sogenannten Basiskabelsatz und ich würde mal diesen Kabelsatz bezeichnen, damit fährt das Auto. Der ist erstmal in jedem Fahrzeug irgendwo gleich vom Inhalt her. Aber wir sprechen von sogenannten kundenspezifischen Kabelsätzen. Ich komme jetzt mal vielleicht auf das Thema Porsche zurück, weil ich es aus meiner Zeit damals als Entwickler noch sehr gut kenne. Kundenspezifischer Kabelsatz bedeutet, wir bauen den Kabelsatz so auf mit den Inhalten, die der Kunde wirklich bestellt. Das heißt, wenn der Raucher einen Zigarettenanzünder bestellt, dann sind die zwei Ladungen für den Zigarettenanzünder enthalten. Wenn aber der Nichtraucher den Zigarettenanzünder nicht haben will, dann sind die zwei Ladungen nicht enthalten. Das heißt, diese zwei Ladungen fehlen dann und die bezahlt dann der Kunde auch nicht. Dementsprechend ist der kundenspezifische Kabelsatz wirklich so aufgebaut mit dem, was der Kunde wirklich bestellt. Und wir haben mal damals ausgerechnet, wie oft wir einen Kabelsatz für eine Fahrzeugbaureihe im Jahr mehrfach gebaut haben. Und wir sind auf ein Fahrzeug gekommen, dass wir wirklich zweimal identisch gebaut haben. Die restlichen 60.000 Fahrzeuge wurden komplett unterschiedlichst aufgebaut. Und da steckt auch ein Stück weit das Know-how eines Bordnetzlieferanten drin, die Produktionslogistik so zu steuern, dass der Kunde das bekommt, was er wirklich bestellt. Das heißt, 10 hoch 8, 9 unterschiedliche Ausstattungsvarianten, die es locker für so ein Bordnetz gibt. Aber ich auch, ich muss sagen, es macht mich total betroffen, weil ich mir denke, das müsste doch womöglich einfacher sein, diesen Standardkabelbaum überall einzusetzen. Also spart es nicht beim Aufwand so viel, dass das Material dann nicht groß ins Gewicht fällt? Das Material fällt ins Gewicht, definitiv. Man muss sich dann vorstellen, wenn man jetzt den Stecker dann für die Klimaanlage mit einbaut, dann sind da halt mal 10, 15 Ladungen im Fahrzeug drin. Das ist Gewicht, das sind Kosten, das kann eventuell Klappern verursachen. Deswegen hat man sich eben damals, und es ist, ich kenne das seit meinen Anfängen, 98 so, dass man eben speziell die deutschen OEMs gehen wirklich in diese Richtung, kundenspezifische Kabelsätze zu bauen, eben aus Kosten, Gewichts und diversen anderen Gründen. Das heißt aber auch vom Verständnis, die ganzen Hersteller, die wir bei uns hier im Land haben, die ja sehr auf Individualisierung setzen, wie ein VW, wie ein Mercedes, ein BMW, ein Audi, ein Porsche, auch Ford beispielsweise, die jetzt weniger wie jetzt die koreanischen Hersteller, die hier verkaufen, zum Beispiel sehr auf Package, also auf Standards, also auf einfache, in Anführungszeichen, Linien sehen, wo dann mal eine Sonderausstattung noch ein Schiebedach ist. Das heißt, da ist auch wirklich eine riesige Differenz auch in dem, was ihr dann für eure Kunden liefern müsst. Genau, so ist es.
Okay, das heißt, diese Standardisierung und oder vielmehr diese Paketisierung und diese Vereinfachung der Preisliste, die wir als Autoschreiber ja immer durchackern müssen für irgendwelche Tests oder Vergleiche, wenn die kurz ist, habt ihr es auch einfach? Richtig. Okay. Also einfacher sozusagen. Ich will das gar nicht schmälern, das ist, glaube ich, trotzdem noch komplex genug. Die Produktionssteuerung ist dann natürlich einfacher und auch das Hochfahren von einer Produktion für so ein neues Botnet-System entsprechend auch einfacher, weil ich dann den Mitarbeitern bestimmte Varianten antrainieren kann und eben nicht Arbeitsinhalte bezogen auf wenige Inhalte, weil das eben so komplex ist, weil ich eben genau muss, ist diese Ausstattung jetzt in dem Fahrzeug drin oder ist sie nicht drin? Darf ich jetzt die Vormontage in dem Fahrzeug verbauen oder darf ich sie nicht verbauen? Weil wir müssen das Botnetz am Ende ja auch dementsprechend 100% elektrisch prüfen und müssen sicherstellen, dass das, was auf dem Produktionsauftrag steht, auch dementsprechend enthalten ist. Mega spannend. Du hast vorhin gesagt, dass die Standardisierung oder immer den gleichen Kabelbaum würde sich nicht lohnen, weil das Material es ausmacht. Kannst du das grob skizzieren, in welchem Bereich wir da sind, was das Material ausmacht? Also wie abhängig seid ihr beispielsweise von Kupferpreisen oder von irgendwelchen Steckern, die da benutzt werden müssen? Weil da gibt es ja garantiert auch Vorgaben von dem Hersteller, dass der sagt, ja, aber ich will diesen ISO-Stecker 438B, den wird es nicht geben, aber dass ihr genau das Ding nehmen müsst und dann ist es halt teuer und deswegen, wie viel ist das Material da und wie viel ist die Arbeitszeit und die Entwicklung dahinter? Gibt es irgendwie einen Share, den man grob skizzieren kann? Also ich würde sagen, das Material, das liegt irgendwo zwischen 50% und 60%. Wow. Und dann haben wir irgendwo den Rest in Wertschöpfung und natürlich muss das Unternehmen ja auch was verdienen, aber das Material macht irgendwo zwischen 50% und 60% aus. Krass. Das heißt aber, dass eure Preise auch wahnsinnig volatil sind, wenn wir jetzt uns sowas wie Rohstoffpreise gerade angucken, die beim Kupfer nicht wirklich fallen oder auch nur stabil wären. Klar, die Preise sind volatil, ob es Kupfer ist, ob es PVC ist. Alle Materialien, die irgendwo verwendet werden, sind volatil und das ist natürlich dann immer wieder ein Verhandeln mit unseren Kunden dann dementsprechend auch hier, wenn Preise steigen, wie zum Beispiel beim Kupfer, dann dementsprechend uns das auch zu vergüten. Wo wir jetzt gerade bei den Materialien sind, die Kommunikationssysteme bauen ja nicht alle zwangsläufig auf Kupfer auf, richtig? Zum größten Teil würde ich sagen. Also es ist schon noch so, dass Kupfer die Hauptrolle spielt. Es gibt mittlerweile Legierungen auch, die verwendet werden für sehr kleine Querschnitte. Man muss sich das so vorstellen, noch vor 10, 15 Jahren war irgendwo 0,35 Quadrat eine Standardleitung, die man mehr oder weniger für die Signalverteilung verwendet hat. Natürlich versucht man immer zu optimieren. Gewichtsthema ist jetzt aktuell, Stichwort Sustainability, wieder ein Wahnsinnsaufhänger. Und dann guckt man natürlich auch, braucht es denn unbedingt eine 0,35 Quadratleitung oder kann ich die zum Beispiel für Signalverteilung wesentlich geringer ausführen? Und da setzen wir mittlerweile teilweise Legierungen ein, Kupfer-Zinn oder Kupfer-Stahl teilweise. Aluminium ist auch ein Thema geworden, was mittlerweile serienreif ist. Allerdings geht Aluminium auch nicht überall. Setzen wir hauptsächlich bei höheren Querschnitten ein, um eben dort auch Gewicht zu sparen. Aber ich würde sagen, Kupfer ist schon noch zu 70-80% das Material, was fürs Botnetz benutzt wird. Kannst du eine Gewichtsspanne angeben für so einen Kabelbaum von bis? Also ich würde sagen, ein Mittelklasse-Fahrzeug fällt mir jetzt spontan so C-Klasse oder BMW 3er ein, irgendwo zwischen 60 und 70 Kilogramm, was wir da an Botnetz-Gewicht haben für so ein Fahrzeug. Wow, also da ist das Thema Gewichtsersparnis tatsächlich eines, man da das eine oder andere Kilo vielleicht reinsparen kann, oder? Absolut, ja. Bei den Materialien, die hängen ja, da hängt es ja auch sehr stark wahrscheinlich auch dann mit Schirmungen, Isolierungen und so weiter damit zusammen, was das Gewicht angeht. Aber auch was dann abseits der Stromübertragung, also dass der Aktuator sich überhaupt bewegen kann, auch die Datensignale bekommt. Wohin geht denn da die Entwicklung? Wie sicher oder wie macht man denn so eine Leitung störsicher, die Signale transportiert? Weil im Normalfall, wir kennen das zu Hause vom Internet, die ganzen Leitungen aus dem vom LAN, des LAN-Kabels, niemand mehr zu Hause hat gefühlt. Das ist irgendwie geschirmt und gewickelt und gemacht mit 8 Adern drin und sowas. Ich meine, wir hatten mal mit Peter Mertens einen Podcast, der uns über, oh Gott, HD-Base-T was erzählt hat. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, waren das irgendwie 16 Gigabit, die man da durchjagen kann über zwei Leitungen. Was ich persönlich aus meiner
so relativ mächtig viel fand an Datenmenge, die da durchgeht. Was gibt es denn da für Entwicklungen eigentlich? Also wie die Datenübertragung selbst im Auto passiert über Kabel? Also wir verwenden da ähnlich wie im Heimbereich auch teilweise Koaxialleitungen natürlich für Videoübertragungsthemen. Echt? Sehr viel Twisted Pair-Leitungen, das sind die Leitungen, die du eben gerade besprochen hast, teilweise geschirmt, teilweise ungeschirmt. Das sind so die zwei Hauptanwendungen, die wir für die Datenübertragung nehmen, würde ich sagen. Und woraus zeichnen die sich aus? Also ich frage mich immer, wie macht man das, wenn ich zu Hause ein LAN-Kabel mir in die Wand lege, dann ist es ein Cat7-Kabel mit einer unfassbar verrückten Schirmung. Mein Elektriker hat mir das versucht damals zu erklären, wie aufwendig diese Schirmung ist. Und ihr legt ein ungeschirmtes, zweiadriges Kabel parallel, das mehr Daten leistet als das, was ich zu Hause. Nicht unbedingt zweiadrig. Wir verwenden dann auch schon mehrere zweiadrige Leitungen zu einem Bündel und kontaktieren die dann dementsprechend mit einem Stecker, der dann am Steuergerät angedockt wird. Aber am Ende ist es vergleichbar mit dem, was wir aus dem Heimnetzbereich erkennen. Okay. Wie groß ist denn der Einfluss von so, also die Kabel kann man ja vermutlich auch nicht alle nebeneinander einfach legen. Also gerade die Signalkabel und die normalen stromführenden Kabel, da gibt es ja nicht auch Störungen, Interferenzen, wie schließt man denn sowas aus? Gut, dafür simuliert man auch so ein Botnetz mal zu Beginn. Es gibt spezielle, zu einer relativ frühen Zeit im Entwicklungsstadium gibt es sogenannte, ich nenne es jetzt mal Erkennfahrzeuge, wo so ein Botnetz eben aufgebaut wird, an alle Steuergeräte angeschlossen wird. Das ist so ein Metallkäfig und dort werden wirklich EMV-Messungen durchgeführt und dort wird dann mehr oder weniger bestimmt, wo treten Störungen auf. Muss ich jetzt ein geschirmtes Kabel nehmen? Muss ich kein geschirmtes Kabel nehmen? Muss ich irgendwelche Filter vielleicht einbauen, um hier noch Störungen entgegenzuwirken? Das findet in einem relativ frühen Stadium statt und das wirkt sich dann dementsprechend auf die Auslegung der Kabel für die Datenübertragungssysteme aus. EMV ist elektromagnetische Verträglichkeit. Okay. Aber spätestens jetzt mit dem Elektroauto tritt ja in den Vordergrund, dass die Kabel halt auch für die Stromversorgung da sind. Und jeder merkt, dass ohne Kabel nicht geht. Allein schon deswegen, weil man ja selber ständig ein Kabel in der Hand hält, um das Ding zu laden. Gibt es da einen wirklichen signifikanten Unterschied, wie viel Meter Kabel in einem elektrischen PKW stecken und in einem Verbrenner? Du hast ja vorher schon mal gesagt, es sind so 3-4 Kilometer, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe. Und ist da ein großer Unterschied zwischen Elektro-PKW und Verbrenner? Ich würde sagen, nein, ist kein großer Unterschied. Ja, ich spare mir den Verbrenner. Ich spare mir irgendwo den sogenannten Motorleitungssatz, den ich natürlich beim E-Fahrzeug nicht mehr habe. Aber auf der anderen Seite packe ich auch immer mehr Ausstattung in die Fahrzeuge rein und ich muss auch ein Elektrofahrzeug, da sind dann vielleicht weniger dünne Leitungen drin, aber mehrere dicke Leitungen drin, weil ich muss auch da die Aggregate miteinander verbinden. Am Ende spielt es für das Botnetz als solches keine große Rolle. Datenleitungen oder die niederen Querschnitte werden vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür nehmen hohe Querschnitte zu. Und zwar deutlich ist dann vom Gewicht her so ein BEV-Kabelsatz deutlich schwerer als ein Verbrennerkabelsatz? Definitiv. Ich meine, der Motorkabelsatz besteht dann auch wieder irgendwo aus 0,35, 0,5, vielleicht 1 Quadrat Leitungen. Für das E-Fahrzeug habe ich dann natürlich eher 70, 80 Millimeter Quadrat Leitungen. Ich muss von der Ladedose zur Batterie eine Verkabelung durchführen. Das sind 10, 12 wirklich dicke Leitungen, die dementsprechend auch Gewicht mitbringen. Da erhält auch, warum 800 Volt ein Thema sein kann, ne? Weil dann kann man die Kabel einfach entsprechend kleiner machen. Genau. Kannst du da sagen, was das bringt? Also diese 800 Volt Technik auch dann in Kilo oder an Kosten vielleicht sogar? Also in Kilo und Kosten kann ich es jetzt nicht ausdrücken, aber man geht meist dann mit der Spannung hoch, weil man dann dementsprechend hat man ja größere Batterien im Fahrzeug und gerade wenn man jetzt an Richtung Hybrid oder Elektromobilität für Truck-Bereiche denkt, da ist natürlich wichtig, dass man auch ein Stück weit eine Reichweite hinbekommt, deswegen eine größere Batterie, deswegen eine größere Spannung. Ich würde sagen, auch in Zukunft für den Otto-Normalverbraucher, für Fahrzeuge mit 250 Kilometer Reichweite, wird sich das eher weiterhin auf 400 Volt abspielen. Also 800 Volt wirklich nur für Powerfahrzeuge mit viel Leistung, mit viel PS oder auch eben für Nutzfahrzeuge.
Das heißt, das ist gar kein Gewichtsthema, das man damit auch dann als Hersteller, dem man begegnen will, sondern das ist tatsächlich vorrangig ein Leistungsthema, ein Performance-Thema. Leistung- und Reichweiten-Thema, ja. Ja, okay. Ich habe gesehen, Leonie stellt auch, also du bist jetzt zwar nur in Anführungszeichen bei der Bordnetz-Sparte unterwegs, aber schon sehr lange bei Leonie, vielleicht ist deswegen das eine oder andere auch gesehen. Ihr stellt auch Kabel für HPC-Lader her. Ich finde gerade diese High-Performance-Charger, die dann irgendwie 350 Kilowatt ins Auto pumpen können. Was ist das Besondere an diesen Kabeln? Und wie kannst du kurz vielleicht skizzieren, wie die aufgebaut sind? Auch die sind ja dann aktiv gekühlt und lauter solche Dinge. Wie funktioniert das überhaupt? Weißt du das zufällig? Also ich weiß es nur ganz grob. Also im Fahrzeug als solches wird nichts gekühlt. Im Fahrzeug als solches können die Leitungen auch wärmer werden. Wenn ich jetzt aber von der Ladesäule zum Fahrzeug gehe und hier wirklich High-Performance-Charging betreibe, dann muss ich irgendwo gucken, dass das Kabel nicht heißer als 60 Grad wird. Und deswegen wird da eben ein Kühlmittel verwendet. Da sind Temperatursensoren dran, die dann dementsprechend dafür sorgen, dass eben diese 60 Grad nicht überschritten werden. Das ist aber wirklich nur im High-Performance-Charging notwendig. Für den Normalgebrauch, sage ich mal, wo ich irgendwo in Dimensionen 100, 150 kW unterwegs bin, wird es eher nicht benötigt. Aber da bin ich wirklich nicht der Experte auf dem Feld. Aber kannst du sagen, warum die im Auto nicht gekühlt werden müssen? Also weil wir hier mit Temperaturen höher gehen können. Also wir können hier höher gehen wie 60 Grad. Wir bewegen uns da irgendwo, ich sage jetzt mal im Motorbereich bei 120, 125 Grad. Jetzt sind wir dort im Innenraum, da können wir irgendwo auf 80, 90, 100 Grad gehen. Da findet kein Berührschutz statt und deswegen kann ich auch mit den Temperaturen höher fahren und dimensioniere dann eben entsprechend die Leitungen so, dass sie genau diese Temperaturwerte nicht überschreiten. Das heißt aber auch, dass die Kabel natürlich bei den Temperaturen noch nicht brennen und das muss aber dann ja auch für die Umgebungsmaterialien gelten. Genau. Und wer auch immer vielleicht am Auto was montiert und Verkleidung abschraubt und so, der muss eigentlich damit rechnen, dass die Kabel sehr, sehr heiß werden können, oder? Genau, der muss damit rechnen und speziell jetzt im High-Voltage-Bereich gibt es auch spezielle Ausbildungen und Scheine, die ich absolvieren muss, damit ich eben befähigt und berechtigt bin, auch an diesen Systemen zu arbeiten. Also das ist eine andere Welt, als wenn ich jetzt zurückblicke in meine Ausbildung. Da haben wir einfach hingelangt und haben gearbeitet. Für Elektromobilität sind da wirklich spezielle Ausbildungen notwendig, die auch immer wieder aufgefrischt werden müssen, weil es ja auch immer wieder neue Technologien gibt. Da muss man sich wirklich weiter und fortbilden, um da eben nicht Gefahr zu laufen. Ja, ich glaube, wenn du von so einem Kondensator dann eine gewischt kriegst, der mit 12 Volt aufgeladen wurde, dann ist es nicht mehr ganz so tragisch, wie wenn es halt irgendwie eine Hochvoltbatterie ist. Abseits des Ladens, wir haben es ja vorhin schon angerissen, das Thema Bordnetz bezieht sich ja auch viel auf über Kommunikationsprotokolle und neue Techniken grundlegend, mit denen die Steuergeräte halt untereinander kommunizieren. Mhm. Da fallen dann Schlagworte, wenn man da ein bisschen nachliest oder sich informieren will, wie Automotive Ethernet, also quasi der Automobil Abgleich dessen, was wir zu Hause für das Internet benutzen. Ja. Es gibt FlexRay, Most und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Kommunikationskanäle. Kannst du uns vielleicht mal kurz erzählen, welche denn die aktuellen sind? Es gibt nämlich ja immer auch noch die OBD. Und dann würde sich der Kreis zum Anfang schließen. Wieso es die ganzen Kommunikationskanäle und Systeme denn braucht überhaupt? Und wieso vielleicht die alte, ehrwürdige OBD immer noch nicht tot ist? Gut, also die OBD-Dose wird ja mehr oder weniger dazu benutzt, um Zugang zu den Steuergeräten zu haben und dementsprechend auszulesen, ist alles in Ordnung, gibt es irgendwelche Fehler, muss irgendwas nachjustiert werden. Es gibt unterschiedliche Protokolle, weil wir natürlich auch unterschiedliche Systeme und Funktionen im Fahrzeug haben, die unterschiedlichen Datenbedarf haben. Und zum Beispiel das Thema FlexRay, das wurde mal von den Fahrdynamikern entwickelt. Hier müssen eben Botschaften sicher ankommen. Deswegen braucht es hier eben einen speziellen CAN-Bus, der das dementsprechend sicherstellen kann. Ethernet ist zum Beispiel für die Videoanwendungen erforderlich. Da wird eine sehr hohe Datenrate benötigt. Da brauche ich eben die hohen Bandbreiten, um dementsprechend die Datenraten zur Verfügung zu stellen. Also es kommen unterschiedliche Bussysteme zum Einsatz. Und ich muss natürlich immer gucken, wie viel kostet mich so ein Bussystem und passt es dementsprechend den Funktionen an. Deswegen ist auch für unterschiedliche Funktionen sind unterschiedliche Bussystemen eben
da, um bedarfsgerecht dementsprechend die Daten zu übermitteln, aber auch kosteneffizient zu übermitteln. Deswegen gibt es die unterschiedlichen Systeme. Das heißt aber, dass der ursprüngliche CAN-Bus, das Urding, an dem die OBD ja dranhängt und über die man die OBD ausliest, wird die dann mittelfristig abgelöst werden? Oder ist das, bleibt das ein Relikt, das ewig bleibt? Nee, das ist ein Relikt, das bleiben kann. Ich meine, das ist jetzt nichts Sicherheitskritisches oder das ist jetzt nichts, was in hoher Geschwindigkeit stattfinden muss. Das ist einfach eine Anbindung eben an den Zentralrechner, der hier dementsprechend Informationen über den Zustand des Fahrzeugs liefert. Und es ist halt einfach billig und gelernt und deswegen benutzt man sie weiter. Aber umgekehrt kennt man ja jetzt auch von verschiedenen Herstellern, zuerst von Tesla, das Bestreben, die vielen Steuergeräte möglichst zu zentralisieren, zusammenzufassen in immer weniger großen, leistungsstarken Zentralrechnern. Einerseits stelle ich mir ja vor, dass das womöglich auch euer Bordnetz vereinfachen könnte. Andererseits ist ja auch ein bisschen die Frage, wenn wir alles schön im Zentralrechner haben und alle sprechen mit unterschiedlichen Protokollen oder kommunizieren auf unterschiedlichen Buskanälen, wo liegt dann der Sinn dahinter? Also ist oder umgekehrt, führen diese Zentralrechner am Ende nicht nur dazu, dass euer Netz ein bisschen einfacher wird, sondern dass idealerweise irgendwann ein universelles Kommunikationsprotokollsystem dafür verwendet wird? Gut, da würde ich darauf antworten, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass es ja in Richtung Zonen geht. Und die Zonen benötigen natürlich auch wieder mehr oder weniger ein zentrales Steuergerät, das ich vielleicht zweimal, dreimal im Fahrzeug positioniere, um eben die unterschiedlichen Bussysteme miteinander kommunizieren zu lassen, um aber auch die bestimmte Zone mit Signal, mit Strom, mit Spannung zu versorgen. Du hast angesprochen, Tesla, einen Zentralrechner. Ja, kann man machen. Die Frage ist für mich die Redundanz. Wenn irgendwo der Zentralrechner ausfällt, dann ist irgendwo das Fahrzeug tot. Von daher muss ich mir überlegen, mache ich das mit einem Rechner, mache ich es mit zweien oder dreien? Das ist Philosophie. Das mag ich gar nicht beurteilen, was da besser oder schlechter ist. Ich denke, das muss jeder OEM für sich entscheiden. Aber am Ende geht die Tendenz klar in die Richtung, dass man eben die 100 Steuergeräte reduzieren möchte in wenige Steuergeräte, dafür größere, wo eben in einem Steuergerät dann oder in einem Zentralrechner mehrere Funktionen in einer Einheit zusammengepackt werden. Mhm. Bei dem Thema, du hast gerade eben schon gesagt, die Redundanz, da fällt auch oft in dem Zusammenhang das Thema funktionale Sicherheit. Was ich da sehr spannend finde, ist, wie kann man denn einen Kabelbaum funktional sicher machen, beziehungsweise diese Redundanz schaffen. Ich gehe mal einfach stark davon aus, die Autohersteller sind jetzt nicht gewillt zu sagen, ja, okay, ihr braucht da eine Redundanz, das heißt, wir machen also was doppelt, im Sinne von, ihr dürft jetzt nicht zwei gezwirbelte Kabel legen, sondern vier. Und dann haben wir das einfach parallel liegen. Würde ja im Zweifel auch gar nichts bringen, wenn dann irgendwie dort ein Defekt herrscht, ein physischer, dass der dann nicht parallel in der parallel liegenden Leitung nicht gleichzeitig passiert. Wie schafft man denn so eine Redundanz und diese funktionale Sicherheit, die da gefordert ist auch? Gut, wir sprechen ja am Ende von einer sogenannten Botnetz-Architektur und wir müssen natürlich, du hast das Wort funktionale Sicherheit angesprochen, wir müssen gucken, welche sicherheitskritischen Themen haben wir im Fahrzeug. Ich rede jetzt mal davon, wenn vorne ein Crash stattfindet und der Airbag-Sensor löst aus, da muss ich natürlich sicherstellen über geschickte Abschaltungen und da kommen wir jetzt zu einer intelligenten Sicherungsbox, wo wir auch diejenigen sind, die hier sowas dimensionieren können. Da muss ich gucken, welchen Pfad schalte ich ab, damit eben das Fahrzeug als solches, was nicht von dem Crash betroffen ist, trotzdem noch vernünftig weiterbetrieben werden kann, dass der Bremskraftverstärker noch funktioniert, dass ich das Fahrzeug wirklich zum Stillstand bringen kann, dass ich lenken kann. All diese Dinge kommen unter das Thema funktionale Sicherheit. Das simulieren wir, da machen wir uns Gedanken. Und eben durch die Architektur kann ich auch mal ein Signal anders routen und kann eben dafür sorgen, dass ich das Fahrzeug zum Stillstand bringe und der Insasse nicht weiter gefährdet wird. Okay, das heißt, also ich gehe quasi noch, ich plane einen weiteren Umweg, wenn man so will, ein, dass es über eine ohnehin schon vorhandene Verbindung genau. Auch dorthin geht. Genau. Okay, klingt irgendwie einfacher, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, das wird irgendwie raketenwissenschaftmäßig sein. Aber cool, total plausibel.
wie ist es denn generell bei der ganzen funktionalen Sicherheit? Das betrifft ja insbesondere, wenn wir das autonome Fahren uns anschauen, immer mehr Bereiche, die das Auto selber betrifft. Reicht es da mit Umwegen? Also müsst ihr dann letztendlich einfach nur diese Parallelwegstrecken abdecken? Oder was betrifft euch da noch? Oder wie handelt man oder wie umgeht man das Problem sonst noch? Also sicherlich, wie ich beschrieben habe, über die Architektur, dann eben ein wirklich wichtiger Bestandteil ist eben die Stromversorgung. Da sind wir jetzt aktuell großen Teil noch mit Schmelzsicherungen unterwegs. Hier gibt es aber erste Bestrebungen, auch elektronische Sicherungen zu verwenden. Und mit elektronischen Versicherungen kann ich natürlich dann auch kurzzeitig einen Pfad abschalten, kann gucken, wie verhält sich der Kreis, kann ich wieder zuschalten. Das sind Themen, die jetzt dann in Zukunft Einzug erhalten werden und sukzessive mehr oder weniger weitere mechanische Bauteile in elektrische Bauteile umwandeln, bestückt mit Software, die eben dann den Zustand des Fahrzeugs kennen und genau wissen, wo muss ich was wie schalten und roden, damit das Bordnetz eben in den Bereichen, wo es nicht gecrashed ist, sicher ist und ich weiterhin einen sicheren Betrieb gewährleisten kann. Das wäre nämlich genau das, was ich mir überlegt habe, wie man das denn löst, um einen Systemcheck quasi, bevor das Auto losfährt, zu starten. Funktionieren denn auch meine Ausweichkanäle und alles? Also funktioniert die Blackbox-Systematik da drin, die alles mitzeichnet und aufbaut? Okay, das ist cool. Das ist spannend. Wie stehst du denn generell aber auch zu solchen Themen wie Funk, WLAN etc. pp? Glaubst du, das wird noch kommen, dass dann auch mehr direkte Funkverbindungen auch als Backup-Lösungen da sind? Wäre ja auch naheliegend, dass die Steuergeräte eben langsam, aber als redundantes Backup-System einfach untereinander sich die Informationen zufunken. Also die Funkverbindung hat sich nicht durchgesetzt. Das Thema ist 12, 13 Jahre alt. Für Infotainment-Anwendungen ja, aber wirklich für eine sichere Verbindung hat sich bisher eine Funkverbindung nicht durchgesetzt. Da ist einfach eine diskrete Verbindung von A nach B das Mittel der Wahl. Und ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da in den nächsten Jahren über Borden viele Funkchips geben wird. Die kosten auch Geld, die muss ich auch organisieren, da muss ich auch irgendwo eine Stromversorgung hinbringen. Das rechnet sich einfach nicht. Okay, alles klar. Walter, ich habe, glaube ich, jetzt keine weiteren großen Fragen mehr. Ich gehe davon aus, Gerd ist auch schon Richtung Ende. Genau, wir müssen unbedingt dran denken, dass wir unsere persönliche Frage Nummer 1 abwandeln müssen für den Walter. Genau. Ganz zum Schluss eines jeden Move-Podcasts hören wir ja noch oder bitten wir dich noch schnell auf eine Für- oder Wider-Frage zu antworten oder vielmehr eine ganze Handvoll. Und da würden wir jetzt direkt loslegen. Das wäre zum einen, wir sind auch schon bei einer Stunde. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Porsche oder lieber Tesla? Porsche. Aber wir müssen auch noch nachfragen, welcher Porsche ist es denn jetzt? Es ist ein kleiner Porsche. Ich habe mich für einen Boxster entschieden und wollte einfach das Feeling haben. Für mich ist ein Roadster einfach ein Zweisitzer und nicht unbedingt ein Viersitzer. Und ich habe riesen Spaß damit und müsste nur ein bisschen mehr Zeit finden, das Fahrzeug auch öfters zu nutzen. Und könnte dir auch ein Taycan gefallen? Weil das war ja eigentlich so ein bisschen der Hintergrund der Frage, eher Elektromobilität oder klassisch Verbrenner. Also in der Spanne muss ich sagen, könnte ich mich, glaube ich, nicht für den Taycan begeistern. Da muss einfach ein Benziner her. Aber ich kann mich durchaus für ein Elektrofahrzeug begeistern im Stadtbetrieb, im Nahbetrieb. Da macht es meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, da könnte ich viel Spaß mit einem Elektrofahrzeug haben. Bist du schon E-Auto gefahren? Ich bin schon E-Auto gefahren und muss gestehen, ich habe auch eins bestellt. Allerdings hat es aktuell ein bisschen Lieferzeit. Ach so, das eine. Das eine mit der Lieferzeit. Ja, ich glaube, da gibt es ein paar mehr. Bist du mehr der Typ Apple oder Google? Ich bin absolut der Typ Apple. Eher das Loft in der Stadt oder das alte Bauernhaus auf dem Land? Da würde ich mich fürs Bauernhaus auf dem Land entscheiden. Auto oder Fahrrad? Ich habe gelesen, du fährst kein Mountainbike. Würde ich sagen 50-50, also beides auf jeden Fall. Ohne geht's nicht. Im Auto sitzt du lieber vorne oder hinten? Definitiv vorne. Würden deine Mitmenschen, also die dir nahestehen, deine Familie, deine Frau, deine Kinder, sagen, dass du ein guter Fahrer bist? Ja, schon.
Das sehen das Hörer jetzt nicht, dass du so ein leichtes Grinsen während der Antwort aufgelegt hast. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All? Accept All. Wenn es um Adrenalin geht, eher Motorradfahren oder Fliegen, Fischen, ganz entspannt? Da würde ich eher fliegen. Star Wars oder Star Trek? Keines von beiden. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Sehr vehement mit Nachdruck. Nachteule oder Lerche? Lerche. Also frühmorgens, früh aufstehen. Ja. Dein Ding. Ja. Das heißt, wir sind jetzt mit um 11 Uhr heute podcasten quasi schon fast kurz vor Feierabend oder so. So schaut's aus. So schaut's aus. Alles klar. Walter, vielen, vielen Dank für die ganzen Erklärungen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt dieses Mal wieder. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört von uns wieder in 2 Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@move-magazin.de. Hinterlasst uns Kommentare bei den Podcast-Plattformen iTunes, Spotify und Konsorten. Bewertet den Podcast gerne. Und falls euch dieses Format gefällt oder ihr noch Lust auf was anderes habt, könnt ihr gerne reinhören bei zum Beispiel den Kiesplatzkönigen. Das Format von den Kollegen Sebastian Renz und Jens Dralle, die sich dem Thema Gebrauchtwagen nähern. Auch ein spannendes Thema, was Kabel angeht beispielsweise sehr häufig. Oder falls euch der Motorsport nahe liegt, die Formel-1-Fans, für die haben wir das Podcast- und YouTube-Format, die Formel Schmidt, mit den Motorsport-Kollegen. Und für euch da draußen und auch natürlich für dich, Walter, falls du nicht ohnehin schon Abonnent der Automotor und Sport bist. Ein kleines Schmankerl, wenn du Lust hast, kannst du dir ein Ausgaben-Abo, also quasi ein Probe-Mini-Abo, nach Hause bestellen. Einfach auf www.motorpresse-aktion.de/AMS klicken, dort Adresse eintragen, dann kommt das Ding persönlich zu dir, frei Haus. Nochmal Walter, Gerd, vielen Dank euch, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgemacht habt. Danke auch. Und da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao von meiner Seite und viele Grüße nach Franken. Danke, tschüss.